Einen recht schönen guten Abend, meine lieben Damen und Herren. Ich bin wieder da. Es hat eine Kleinigkeit gedauert, aber jetzt bin ich da. Ich habe ihn aber auch in der Zwischenzeit so quasi als Ersatz eine sehr nahe Verwandte von mir ins Haus geschickt, ja? Charles Dante. Na und, dann war ja auch neulich mal mein jüngster Bruder bei Ihnen auf Besuch. Der Musterknabe. Also ich finde, Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Und schon gar nicht, was diesen reizenden Begrüßungsapplaus anbelangt. Herzlichen Dank, meine Damen. Ich wundere mich immer wieder, wie nett Sie uns vom Fernsehen empfangen. Denn schließlich, wir kommen ja ungebeten in Ihre gute Stube. Was heißt ungebeten? Wir klopfen ja nicht mal an. Hört sich nicht. Nein, nein. Wird auch abgestellt. Heute Abend wird geklopft. Na, mal sehen, wie man empfangen wird, wenn man ein bisschen höflicher ins Haus kommt. Ob man wohl bleiben darf oder gegangen wird. Es wird sich zeigen, was bei dem Versuch herauskommt. Guten Abend. Mein Name ist Peter Alexander. Darf ich eintreten? Ja, ich weiß nicht recht. Sehen Sie nicht, dass ich was Besseres vorhabe? Aha, ja. Na ja, also, wenn die lieber Halma spielen wollen. Guten Abend. Erkennen Sie mich? Ja, habe ich Sie nicht kürzlich auf dem Bildschirm gesehen? Ganz recht, ja. Sie sind ja der Heiratsschwindler aus der letzten XY. Du Schock! Ich werde dir helfen, wieder so spät nach Hause zu kommen. Ja, was ist denn? Was ist denn? Hau auf! Ach, Sie sind ja gar nicht mein Mann. Entschuldigung. Deine Frau, der unbekannte Ben. Vielleicht war's falsch, nicht gleich zu sagen, ich komme heute nicht als Solist. Drum wird es Zeit, jetzt nachzutragen, wer außer mir noch zugegen ist. Anneliese Rothenberger. Karel Gott. Erik Ode. Und Johannes Hesters. Wissen Sie was? Ich probier's noch einmal. Oh, hallo! Hallo! Darf ich? Aber bitte! Na endlich! Die wollte auch nicht, die Alexander-Show. Oh nein, die wollte alles oder nichts. Also lassen wir das Klopfen, schließlich war es nur ein Scherz. Wenn Sie noch was klopfen hören, das ist mein Herz. Es macht Bunde, die Bum, Bum, Gemeng. Mir ist heiß und kalt und flau, wie jedes Mal. Vor einer neuen. Fernsehschau, das ist Musik, das sind hübsche Mädchen, das sind Sänger. Hübsche, selbstverständlich, ja. Bitte, es gibt noch eine ganz andere Art von Schau und die hat Hermann Leopoldi in einem seiner Couplets fabelhaft beschrieben. Hermann Leopoldi war ein unvergesslicher Vortragskünstler, der einmalige Melodien und Texte geschrieben hat. Vielleicht sagt Ihnen der Name nichts, aber seine Lieder kennen Sie ganz bestimmt. Ich habe sie auch schon gesungen. In einem kleinen Café in Herneus oder am besten hat sein Fix angestellt. Hermann Leopoldi. Und jetzt habe ich wieder einen Hermann Leopoldi ausgegraben. Und der beschreibt eben diese andere Art von Show. Nämlich den Rummelplatz, das Karussell oder wie man bei uns zu Hause sagt, ein Riegelgespül. Spaziert, meine Herrschaften, zum schönsten Karussell der Welt und Umgebung.
Treten's ein, nur herein, größter Jux für groß und klein. Jeder Schimmel neu lackiert, Werkel frisch geschmiert. Eine Fuhr, eine Tour, kostet 20 Grosche nur. Eine Reise voller Spaß, ohne Reisepass. Jeder rutscht sich wie er kann, vorwärts gehen wir's an. Schön ist so ein Ringspiel, das ist ein Hetz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich ein Vergnügen leisten kann. Immer wieder fährt man weg und dreht sich doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringelspiel. Rechtspaziert! Sieh, hallo, der Herr mit dem Bach bleibt's draußen. Sie ruinieren ja das ganze Werkel. Der Herr Franz, ganz diskret, mit seinem Flirt im Prater geht. Er ist zwar ein Ehemann, doch was liegt ihm dran? Mit Gaudé und Bahö fahren beide Karussell. Plötzlich ruft sich Franzl, schau, so ist das nette Frau. Ja, schreit er fix laut und stern, und mit mein Zimmerherrn. Ja, schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hetz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich ein Vergnügen leisten kann. Herrenspaziert, immer wieder fährt man weg und dreht sich doch am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, schön ist so ein Ringgespür. Und lacht im Karussell zur Dame ohne Unterleib. Was ihr seht, meine Damen und Herren, das habe ich selbst noch nie gesehen. Samson, der Mann mit dem doppelten Boden, trägt das Jungverbot. Kinder zahlen die Hälfte. Herr Rechtspazier! Das? Die Zukunft für 10 Pfennige muss man sich leisten. So billig kriegt man die Zukunft nie mehr wieder. Für 10 Pfennige, Augenblick. Sie sollten in Zukunft etwas weniger essen. Merkt man es schon? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, meine Damen und Herren. Ich esse für mein Leben gern. Aber bitte, ich komme auch aus einer Ecke, wo gegessen wird. Was heißt gegessen? Da wird gefreut habe ich mich jedes Mal auf die Wiener Schnitzel, auf die Bovidl-Datschkern, auf die... Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, wenn ich dran denke, was jetzt für eine Spezialität kommt. Eine echte böhmische Spezialität. Dazu brauche ich natürlich eine Kleinigkeit. Da brauche ich ein paar Gewürze, ein Gemüse, ein Paprika, ein Pfeffer, ein Bovidl, nicht? Bovidl, das kennen Sie, das ist die Wagenschmiere, die so fantastisch nach Pflaumenmarmelade schmeckt. Und dann brauche ich ein schönes Stück Fleisch, ja, ein schönes Schulterstück. Nur zum Glück gibt's ja diese herrlichen Selbstbedienungsläden, die ich durch ein einziges Lied berühmt gemacht habe. Komm und bedien dich! Also jetzt, was nehmen wir jetzt hier? Nehmen wir kleines Kärbchen, nehmen wir großes Kärbchen. Was würden Sie nehmen? Na, also ich würde sagen, nehmen wir großes Kärbchen. Wird nämlich in Selbstbedienungsladen immer ein bisschen mehr. No, was habe ich gesagt mit dem Selbstbedienungsladen immer ein bisschen mehr? Ach, Karel, no, ist das ein Schulterstick? Hören Sie mal. Karel, wie war denn die Fahrt? Na, schrecklich. Was? Ich habe dauernd auf Knoblauch gesessen. Ja, Jesus Maria, die ganze Zeit von Prag bis Hamburg auf Knoblauch? Nein, hier in dem Körbchen. Oh, Karel, sag mal, was singst du denn heute für uns? Das Lied heißt Einmal um die ganze Welt. Schönes Lied muss das sein, du. Wünsche ich dir gute Fahrt, aber du nicht auf Knoblauch einmal um die ganze Welt. Einmal
davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Wenn man nur als Kind schon wüsste, was man tun und lassen müsste, wäre das Leben leicht. Ob man alle weiten Ziele und das Schönste der Gefühle irgendwann erreicht. Von den vielen Illusionen, die in unseren Herzen wohnen, bleiben nur ein paar. Und die werden wie ein Wunder eines Tages dann mitunter wahr. Einmal voller Geld, dass man keine Liebe und kein Glück versäumt. Viele fremde Länder sehen, auf dem Mond spazieren gehen, davon hab ich schon als kleiner Bub geträumt. Ein schönes Lied. Wirklich. Danke, danke. Komm, stärk dich ein bisschen bei mir in der guten Stube. Davon habe ich schon als kleiner Bub geträumt. Das ist nett. Weißt du, wo ich als kleiner Bub geträumt habe? Nein. Du, das lässt du dir nicht träumen. Ich habe gehört, du stammst aus Pilsen. Ja, ich bin in Pilsen geboren. Nun stell dir vor, ich bin fast in Pilsen geboren. Im Fass? Im Fass. Nein, meine Mutter ist Pilsnerin. Ja? Ja, und meine Großeltern waren auch Pilsner. Die haben gewohnt in der Kratowska. Ah, das war in der Nähe, wo ich habe gewohnt, die parallele Straße. Mach keinen Witz. Ja. Also die Kratowska kennst du, das ist die große, breite Straße, nicht? Die ist runtergegangen zum Theater. Zum tschechischen Theater, ja. Und hinter dem tschechischen Theater, da hat mein Großvater sein Geschäft gehabt, ein Schallplatten- und Radiogeschäft. Und jeden Sonntag hat er aufgesperrt. Ja, mein Gott, wo gibt's das halt noch, dass einer am Sonntag aufsperrt? Mein Großvater hat aufgesperrt und hat Platzkonzert gemacht, lauter Polka. Schmerz und dies und das, ach, das ist uralt. Kuss, Schluss und sonst noch was, das kennt jeder bald. Denn seit mehr als 1000 Jahren hat's ein jeder mal erfahren. Doch ohne Liebe kann man nicht durchs Leben. Hilft auch keine Reue, man fällt immer ein aufs Neue. Liebe, ja, Liebe, die ist immer wieder schön. Na, die Lotse sellen mir aus der Babika, ten Glas se zwickel, těžko odvika. No den Wickel, den kenn ich, das geht auch gleich so. Auf der grünen Wiese hab ich sie gefragt, ob sie mich wohl liebe, ja, hat sie gesagt. Wir tanzen wie zwei Kinderlein, 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 ins rosenrote Glück hinein, pack die Badehose ein.
der Wiese hab ich sie gefragt, ob sie mich wohl liebe. Ja, hat sie gesagt. Aber jetzt alles auf der grünen Wiese hab ich sie gefragt, ob sie mich wohl liebe. Ja, hat sie gesagt. Karel, du bist heute unser Gast. Und da darfst du dir etwas wünschen. Komm, schau dir das an. Das haben wir alles für dich hier aufgebaut. Alles für mich? Dir zu Ehren, ja. Das sind Originalmotive aus deiner Heimat. Ja, echt? Ja, aus Böhmen und Mähren. Haben wir aus dem Völkermuseum haben wir das alles herausgesucht. Komm, setz dich. Ja. Gibt es irgendein Lied, Karel, was du vielleicht heute hier in unserem erlauchten Kreise gerne trällern möchtest? Ja. No? Es ist ein, wie sagt man bei euch, ein Weinlied? Na, da gibt's viele. Du da. Also, ich trink den Wein. Nicht gern? Na? Oder vielleicht, ja, der Wein ist gut. Auch nicht. Ich glaube, ich habe mich falsch ausgedrückt. Es ist ein Lied. Also, wenn man das bei uns singt, dann weinen alle. Du meinst ein trauriges Lied? Ja. Na, und an was für eins hast du gedacht? Du kannst vielleicht ein mährisches Volkslied. Tetsche, voda, tetsche. Oh, Karel, no. Tetsche, voda, tetsche. Tetsche, voda, tetsche. Richtig schöne Musik. Habe ich schon als Kind gemacht. Ja. Und wenn da noch die Blasmusik durch die Klatowska marschiert ist. Dann bist du ans Fenster gelaufen. Was heißt ans Fenster? Ich bin mitmarschiert. Du auch? Was, du auch? Ja. Komm, Karel, mach mal Blasmusik. Hast du das Stimme? Ja, habe ich. Na, das wissen wir, dass der eine Stimme hat. Und was für eine. Moment, nein, du brauchst eine zum Blasen. So. Aha. Aber nicht das Ganze. Muss man noch ein Stickel geben, nicht so raffen. Hör mal, ich bin der Knauserer. Na, warte mal. So, da hast du ein bisschen. Und jetzt gibst du schon den Ton an. Moment, ich muss mich auch erst einblasen, ja? So, also jetzt geht's. Was heißt 3-4 auf Tschechisch? Raz, dva, tři, ha! Das ist aber sehr hoch, Herr. Kannst du ein bisschen tiefer machen? Kannst du mit der Klarinette nicht geben? Rosamunde, schenk mir dein Herz und dein Ja. Rosamunde, frag doch nicht erst die Mama. Rosamunde, glaub mir, auch dir bin ich treu. Stunde Rosamunde, ist mein Herz gerade noch frei. Ha!
und ein Bobbildatschkan aus der schönen Tschechoslowakei. Ja! Rosamunde, frag doch nicht erst ihn. Die Rosa, 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 Rosamunde. Glaub mir, auch dir bin ich treu. Denn zur Stunde Rosamunde ist mein Herz gerade noch frei. Rosamunde, schenk mir dein Herz um. Die Welt ist schön, der Gott singt schön, wir wollen noch nicht nach Hause gehen. Rosamunde, frag doch nicht erst sie. Ich meine, herzlichen Dank, lieber Gott. Entschuldigung, lieber Karel Gott. Mein Gott, ist er lieber Gott. Ist er guter Gott, du guter Gott. Der Karel ist eine echte böhmische Spezialität. Wirklich wahr. Aber bitte, in unserer Ecken, da wohnen die Spezialitäten so eng beieinander. Böhmen, Österreich, Ungarn. Gerze, in Ungarn, da gibt es ein Stück von Liszt. Das ist kein Schulterstück, nein, das ist ein Meisterstück. Ungarische Rhapsodie. Also zu jetzt folgender Spezialität. Franz Liszt lieferte Rezepte und den Paprika. Irene Mann, was sich ist unsere Ballettmeisterin, die rührte und rührte, rührte und rührte, damit das Ballett sich auch richtig rührt. Und ich gehe inzwischen meiner Lieblingsbeschäftigung nach. Ich greife zu. Thank you.
sagt um diese Zeit, sing hier eine Nachtigall. Drum bitte pst, wir wollen sie nicht stören. Man sagt um diese Zeit, da könnte man überall ihr Jubilieren, ihr Musizieren ganz deutlich hören. Ach, klingt es schön, und wenn wir Glück haben, ein bisschen Glück haben, dann lässt sich unsere Nachtigall auch sehen. Richtig schön, Anneliese, dass Sie, finde ich, ganz reizend, dass Sie heute hier sind. Oh, mit großem Vergnügen, bitte. Ich glaube, es gibt wohl, vielen Dank, ich glaube, es gibt wohl keine Sängerin, die man nicht schon irgendwann einmal mit einer Nachtigall verglichen hätte. Ja, das ist wirklich komisch, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, aber Ihnen hat man noch einen ganz anderen Titel verliehen. Ach so? Ja, man nennt Sie die Lady der Opernbühne. Oh, das ist gar nicht schlecht. Nein, ist gut, ist gut. Und habe ich nicht recht, meine Damen und Herren, ist sie nicht eine kluge, eine charmante, eine bezaubernde und, wie Sie gleich sehen werden, auch eine Fair Lady. Aha, da will er raus. Mhm. Wie oft hat man Ihnen eigentlich schon angeboten, mal die Eliza auf der Bühne zu singen und zu spielen? Ja, Peter, gezählt habe ich es natürlich nicht, aber ich könnte mir denken, wahrscheinlich genauso oft wie Ihnen den Higgins. Aber es ist ja nie dazu gekommen. Na, wozu haben wir das Fernsehen? Ja, naja, das ist wahr. Das Fernsehen ermöglicht uns eine Mini-Fassung des Maxi-Erfolges My Fair Lady. Ja. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie mein Higgins sind. Professor Higgins, bitteschön. Will man im Leben irgendwas erreichen, braucht man nicht klug und auch nicht reich zu sein. Man braucht auch keinem Supermann zu gleichen. Mit einem kleinen Stück vom Glück, mit einem kleinen Stück vom Glück, da erreicht man alles von allein. Mit einem kleinen Stück. Bitte was? Mit einem kleinen Stück. Mit einem kleinen? Ha jo. Mit einem kleinen Stück. Mit einem kleinen? Also ich muss schon sagen, ist aber gar nicht ladylike. Darf ich fragen, wo die liebe Frau Kollegin herstammt? Aus Monnem. Liegt das in Deutschland? Ja, und ob? Monnem? Das ist Mannheim. Und wenn der liebe Kollege gestattet, dann werde ich jetzt die Eliza mal auf Monnemerisch singen. Ja, klingt denn das? Ha, höre sie mal. Übrigens, Sie sind doch auch so ein Zugraster. Ja. Aus Wien oder besser Wern. Na, und wenn man die Werner manchmal so reden hört, was ich muss schon sagen. Das ist fad. Noch sowas, noch sowas. Ja, noch? Gibt's noch was? Hast du einen Durst, Burschi? Jetzt kommt ein Test. Jetzt werden wir mal sehen, ob die Anneliese auch wirklich wienerisch kann. Drei Sätze. Ja? An Kasse 1 stellen sich welche an? Ja. An Kasse 2 stellen sich auch welche an? Aha. Und an Kasse 3 stellen sich sowieso auch welche an? Ja. Und das jetzt auf wienerisch. Na, wie klingt das? Na, passen Sie auf. An Kasse 1 stellen sie an. An Kasse 2 stellen sie an. Und an Kasse 3 stellen sie an. Also gehen wir es an. Ja. Und zwar zweistimmig. Und zweisprachig. Ja, Sie auf Wernerisch. Ja, und Sie auf, wie war das? Monnemerisch. Monnemerisch. Also jetzt hören Sie mal. Nur ein Zimmersche irgendwo mit einem Bettchen drin sowieso. Bettchen. Und Gasbeleuchtung. Oh, wie denn das nicht wunderschön? Aber gleich en gros, Koks im Ofen, ja, lichterloh. Unendlich.
schwamme fies, oh weh, denn das nicht wunderschön. Wui, so, lebend hier sitzen, elegant, stieg fein und stühl. Wum, seh ich nicht, mucksen bis der Mai, wusch, schon mitten im Fenster wüt. Und ein jemand bei mir und den ich mich sanft, aber dauernd lehn. Aber bittchen. Bis alles so schön geht, oh mir denn das nicht wunderschön. 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 Zwei Weltsprachen. Es ich glaub, jetzt hat sie's. Ich glaub, jetzt hat sie's. Es grün, so grün in Spaniens Blüten blüht. Bei Gott, jetzt hat sie's. Bei Gott, jetzt hat sie's. Noch einmal. Wann ergrünt das Grüne? Wenn die Blüten erblühen. Und was macht dann das Grün? No, es grünt so grün. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Olé! Gewöhnlich ruhig unter mir. Plötzlich schweb ich so oben irgendwo, weil ich weiß, in der Straße wohnst du. Wenn die Leute schauen, schau ich drüber hin, weil es nichts auf dieser Welt gibt, wo ich lieber bin. Wenn die Zeit vergeht, mir wird's nie zu spät, weil ich weiß, in der Straße wohnst du. Lässt. Nein, halt den Mund und halt mich fest. 100 Worte sagen doch von Anfang bis zum Schluss. Lang nicht so viel wie ein Kuss. Schwär mir nicht vor, was du gern tust. Statt dass du schmust, tust doch, tust doch.
schwöre mir nicht, später einmal machst du mich glücklich und reich. Du, komm gleich. Sollst du nicht nach Märchenländern meilenweit von hier? Bleib lieber stumm und bleib bei mir. Packende Geschichten sind für mich ein alter Hut. Pack mich, sonst packt mich die Wut. Sag nicht so oft, dass du gut küsst. Wenn dem so ist, na dann tu's doch, was du auch tust, tu's doch nicht erst, wenn ich die 80 erreich. Bin an ihr Singen so gewöhnt, dass Tag und Nacht ertönt. Ihr Gang, ihr Blick, ihr Leid, ihr Glück, das ist mir alles so vertraut. Fast wie der Hut schon, den ich trag. Bevor sie kam, war ich ganz unabhängig. Ja, das weiß ich noch. Sicher könnte ich's, wenn ich wollte, wieder sein. Und doch, ich bin gewöhnt dran, wie sie schaut. Gewöhnt dran, wie sie spricht. Gewöhnt an ihr Gesicht. War richtig schön. Vielen Dank, Anneliese. Und schönen Gruß nach Monheim. Ne? Meine lieben Monheim, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich... Oje, es hat geklopft. Entschuldigung. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ja, wer kommt denn da? Du willst sicher ein Autogramm haben, hm? Nein. Aha, nicht, nein. Vielleicht eine Schallplatte, meine neueste, hm? Nein. Auch nicht. Ja, was willst du dann? Kannst du nicht ein bisschen lauter sprechen? Ich bin zu leise. Na gut, mach ich. Ja, schönen Dank für den Tipp. Wiedersehen. Papa, na sowas, lauter sprechen. Ich bin zu leise. Entschuldigen Sie vielmals, meine Damen und Herren. Ich muss jetzt lauter sprechen. Meine lieben Damen und Herren, ich habe eine Landspielplatte aufgenommen. Da wird sich meine Firma freuen, wenn ich das laut sage. Und auf dieser Langspielplatte sind viele Lieder. Lauter laute Lieder. Und das lauteste singe ich jetzt. Na, es ist eigentlich ein ganz leises Lied. Und heißt, schenk ihr ein Lied. Bist.
dann nie die schöne Zeit vergisst. Denn dieses Lied, das heißt Erinnerung. Sie erlebt, wenn es erklingt, Irgendwas, was wollte ich denn nur? Ach ja, ich wollte einen wichtigen Brief schreiben. Entschuldigung, meine Damen, das dauert nicht lange, ganz kurz nur. So, in der Hoffnung, dass unser Vertrag ehebaldig zustande kommt, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung Ihr Watzlaw Woperschalek. Watzlaw Woperschalek, ne? Watzlaw Woperschalek. Noch eine Marke draufkleben. Das, schau her. Ja, was ist denn das für eine Marke? Ganz neu, aber hübsches Modell. So eine kleine blaue, was steht denn da drauf? Maurit, ja, ah, vielleicht St. Moritz, ne? Vielleicht ist das eine Schweizer Marke, ne? Na, aber kleben, muss ich schon sagen, die Schweizer. Klebt aber nicht, na sowas. So ein Käse, ich meine, ja, Herr, nein? Guten Tag. Sagen Sie. Ja, bitteschön. Bin ich hier richtig bei Wupper? Ja, bitteschön, vollkommen richtig. Das Watzlaw Woperschalek, bitte sehr. Bitteschön, was heißt das? Watzlaw Woperschalek. Und so heißen Sie? Ja, ich, bitte. Ist das Ihr Künstlername? Nein. Aber es ist ein Erbstück, der Name von. Ah, ja. Ja. Watzlaw Woperschalek. Na, ich übe das noch zu Hause. Ja, nicht? Bitte sehr. Ich bin von der Kriminalpolizei und hier ist meine Marke. 161, bitte. Natürlich. Na, jetzt kenne ich Sie ja. Nein, sowas. Sie sind der Kommissar. Ja. Was heißt der Kommissar? Sie sind der Kommissar. Herr Kommissar, Sie kommen zu mir in meine bescheidene Hütte. Na, also das, der Kommissar ist bei mir. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, Sie können mir aus dem Mantel helfen, ja? Selbstverständlich, bitteschön. Und wenn Sie ein Plätzchen für meinen Hut hätten? Aber selbst... Dankeschön.
der Hut vom Kommissar. Und darunter ballt sich das Gehirn, wo die vielen Fälle... Die ist jetzt fertig, ja? Ja, bitte. Dankeschön. Ja, Herr Wupper... Wupperschalek. Naja, das ist ein bisschen schwer, nicht? Brauchen Sie nicht zu üben, Herr Kommissar. Nein. Meine Freunde dürfen mich Schalli nennen. Schalli? Schalli. Ich darf Ihr Freund sein? Herr Schalli, Sie haben einen Chauffeur. Ja, brauche ich. Brauche ich unbedingt, Herr Kommissar. Wirklich, weil ich stehe nämlich mit dem Autofahren ein bisschen auf dem Kriegsfuß. So. Ja, wissen Sie, ich verwechsel immer das Gaspedal mit dem Bremspedal. Also, ja. Sie, das müssen Sie mal ausprobieren. Ich sage, Herr Kommissar, da kommen Sie dann Slalom hinein in den Schläger. Herr Schalli, ich bin Kommissar, meine Zeit ist sehr gedrängt. Ja? Bitte, wenn ich kurz frage, würde ich Sie bitten, kurz zu antworten. Noch kürzer? Herr Schalli, Ihr Chauffeur ist, der hat ein Hobby. Ja, ein tolles Hobby. Ja, ja, tolles Hobby. Ja. Er sammelt Briefmarken. Ach. Moment, die Marke, ich muss sie festkleben. Entschuldigen Sie. Das ist interessant. Na, geht aber nicht, so ein Mist. Sagen Sie, Herr Schalli, ja. Kennen Sie die Mauritius? Klebt nicht. Bitte, was? Die Mauri... Ja? Mauritius. Ja, also Gott, ich kenne die Valente, die Pulver, Knef. Mauritius, wie schaut denn die aus? Sie schaut blau aus. Eine Dame, die blau ist? Nein, kenne ich nicht, Herr Kommissar. Herr Schalli, die blaue Mauritius ist eine Briefmarke. Eine ganz seltene, teure Briefmarke, die gibt es nur dreimal auf der Welt. Dreimal? Ja, und deshalb, jedes Exemplar kostet deshalb fast eine halbe Million. Na. Herr Kommissar, belieben mich jetzt zu veräppeln. Wo gibt's denn das, eine Briefmarke, die eine halbe Million kostet? Gibt's doch nicht. Doch, das gibt es. Na, ist geschlossen. Ja, ja, ja. Und diese Briefmarke, diese wertvolle Briefmarke, ist bei der letzten Auktion verschwunden. Aber vielleicht hat sie einer auf einen Brief draufgeklebt. Kann ja passieren, ne? Stellt sich vor, der klebt eine halbe Million auf den Brief und schmeißt es in den Briefkasten. Herr Schalli. Ich bin Kommissar, ja, meine Zeit ist... Ich weiß, Sie sind beschränkt. Gedrängt. Ich meine, bei meiner... Dankeschön. Ihr Chauffeur steht also in dem dringenden Verdacht, diese Briefmarke bei der Auktion entwendet zu haben. Was meint? Gustav? Ja, ja, ja. Na, so was? Und er hat... ich habe seine Wohnung durchsucht und jetzt muss ich also auch Ihre Wohnung durchsuchen. Aber ich bitte, Herr Kommissar, ich schwöre Ihnen, also bitte nicht, Herr Kommissar, ich flehe Sie an, bitte nicht anfassen, nicht. Warum denn? Aber das ist ein ganz seltenes Stück, eine Mink quasi, eine echte aus der Mink-Dynastie, kostet 80.000 Mark und mit Beziehungen, kann ich Ihnen sagen. Ja, da muss ich sofort wieder hinaus. Bitte, kommen Sie raus, Herr Kommissar, bitte. Das geht nicht. Ich komme nicht raus aus der Mink-Dynastie, was soll ich machen? Na, schauen Sie sich an, Herr Kommissar, jetzt haben Sie einen Puffärmel für 80.000 Mark. Geht nicht. Vielleicht haben Sie irgendeinen einen Briefbeschwerer oder so etwas. Ah, ja? Selbstverständlich. Für Wunderbar. Sie habe ich alles. Ja, und dann am besten schlagen Sie da einfach da. Bitte schön. Ja? Na, Sie träumen wohl. Wieso? Glauben Sie, ich schlage meine 80.000 Mark kaputt? Ja, also wenn Sie mir jetzt nicht helfen, nehme ich Sie fest. Bitte? Wegen Unterlassung jeglicher Hilfeleistung. Also bitte. Hier eine kleine Ecke, da können Sie ja dann das wieder zukleben. Also bitte. Aber bitte, eine Mink, ist eine Mink, ist ja, ja. Keine Penk, ne? Schlagen Sie. Aber bitte nur auf dienstlichen Befehl. Auf dienstlichen Befehl. Und weil ich ein Verehrer, ein Fan bin von Herrn Kornis. Darf ich Ihnen die Hand reichen? Dann. Also dann. Was haben Sie da gemacht? Sie haben doch geschlagen. Was, ich? Aber viel schlimmer. Ah. Ja, aber meine Mink, mein Minki, mein Minkel liegt da. Mein Händchen. Ist was passiert? Na ja, nichts Ernstes. Wahrscheinlich gebrochen. Das ganze Handgelenk bis oben hin. Aber Sie sind sehr hübsch eingerichtet. Ja, gefällt Ihnen? Das freut mich, ja, ja, wenn Sie ja, sich ja. wohlfühlen. Hätte ich nie geglaubt. Donnerwetter, diese Bibliothek. Opa, die. Ja, bleiben Sie doch sitzen, bitte. Lauter Bücher. Ja. Wundervoll. Haben Sie das alles gelesen? Na, eigentlich nur den ersten Meter von links. Ah ja. Dann würde ich Sie bitten, mal diesen Band herauszunehmen. Nein, Herr Kommissar, tut mir leid. Warum? Nein, das ist Goethe. Das ist ein echter Original. Erstausgabe von Goethe mit Handschriften noch des Meisters. Nehme ich nicht heraus. Gut, in Ordnung, dann nehme ich es heraus. Nein, bitte, nicht an. Komm, 18.000 Mark. Ja, aber trotzdem möchte ich diesen Band sehen. Herr Kommissar. Schauen Sie, und jetzt will ich ja nichts anderes, sollen Sie ja alles selbst machen. Bitte. Sie gehen also hier vor, nehmen beide Deckel, nein. Heben die Deckel hoch
Und jetzt schütteln Sie. Falls nämlich die blaue Mauritius, diese Briefmarke, sich darin befindet, flattert sie jetzt langsam zu Boden, ja? Bitte. Ich soll den Goethe schütteln? Ja. Aber bitte nur, weil ich ein Fan bin von Herrn Kommissar. Ja, vielen herzlichen Dank. Was haben Sie jetzt wieder gemacht? Ja, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Sie haben doch geschüttelt. Was? Mein Goethe! Was ist denn das überhaupt für ein Goethe? Götz von Berlichingen. Na ja, dann richten Sie sich danach, ne? Im Bösen, Herr Kommissar. Herr Schalli, ich möchte Sie jetzt können Sie mich schon wieder langsam Wapperschalleck nennen. Vorsicht, nicht weiter. Mein Goethe. Was ist denn das hier? Ach, das. Toll, nicht? Mhm. Herr Kommissar. Ja? 48.000 Mark. 48.000 ja. Mark? Ist geschenkt. Nicht? Was? Ja. Alter persischer Schachtisch. Ah, so. Auf dem haben schon sämtliche Schachs geschacht. Aha. Hohl. Ja, es ist ein Hohlbein. Haben Sie eine Säge? Ich meine, eine elektrische. Aber wie? 220 für... Oh, 220 Sägen haben Sie. Haben Sie auch einen Stecker? Ja, natürlich, Herr Kommissar. Wundervoll. Für Sie habe ich alles. Ja, dann würde ich die Säge mal jetzt... Bitte nehmen Sie Rücksicht auf die Polizei. Jetzt sägen Sie mir dieses Bein an. Na, glauben Sie, ich säge von meinen 48.000 Mark einen Haxen weg? Komm. Nein, nur eine kleine Kerbe, damit ich sehe, wie Hohlbein ist. Also bitte auf Ihre Verantwortung, ja, Herr Kommissar. Aber ja. Nur eine Kerbe. Eine Kerbe, ja. Bitte? Daneben. Da liegt ein Bein. Ist das Ihres? Das ist vom Tisch. Was mache ich jetzt? Herr Kommissar, was ist das? Sie machen alles so mit Gewalt. Schauen Sie, Sie müssen das mal etwas viel zarter und feinfühlender machen, ja? Ja. So. Nein, bitte. So. Ja, ich weiß nicht, dieser Tisch ist aber auch so empfindlich. Ja, da gibt's nur eins, Sie sägen die anderen beiden Beine auch noch ab, nicht wahr? Und dann setzen Sie sich auf den Boden und spielen Schach mit den Schas. Ja. Ja, Herr Kommissar, das ist ja entsetzlich. Schauen Sie, was haben wir denn noch hier in der Wohnung? Nichts mehr, wir haben nichts mehr. Nein, ist nichts. Was hier? Nein. Oh. Ach, das ist ja fahr. Aber hören Sie mal, das ist ja wunderbar. Ja, gefällt Ihnen? Ja, Sie verstehen was davon? Echter Picasso. 100.000 Mark. 100.000 Mark? Ja. Echter Picasso, diese Linienführung, meisterhaft, ne? Und dieser Hohlraum. Was ist ja, das? Viele Briefmarken kann man da verstecken. Na, so, Moment, das nicht, Herr Kommissar, was machen Sie denn? Können Sie bitte mal den Mantel da wegnehmen? Ja, aber ja? Was machen Sie mit meinem Picasso? Haben Sie ein Messer? Nein! Sie haben kein Messer? Nein, Herr Kommissar. Na gut, dann nehmen wir meins. Hier stechen Sie jetzt vorsichtig da hinein. So, und dann gehen Sie ganz leise und zart und, wie gesagt, mitfühlend an dem Rand entlang und schneiden so die Leinwand aus dem Rahmen. Das mache ich nicht. Bitte. Schneide nicht. Bitte. Schneide nicht, Herr Kommissar, das ist 100.000 Mark. Soll ich Sie festnehmen? Nein, Herr Kommissar, aber bitte, das ist dann hoffentlich die letzte Amtshandlung von Ihnen. Das weiß ich noch nicht, das kann ich nicht versprechen. Mein Picasso, mein Cassi. Was ist jetzt? Ja, jetzt haben Sie zwei Picassos. Ich gratuliere Ihnen. Kommissar, was mache ich jetzt? Ja, jetzt würde ich erst mal aufräumen. Ich meine, das sieht ja hier aus. Das ist mal so unordentlich. Haben Sie gar keine Putzfrau? Mein Picasso. Dass Sie sich nicht genieren. Mein schöner Picasso. Entsetzlich. Picasso ist entsetzlich. Und meine Aufgabe, die blaue Mauritius, habe ich nicht gefunden. Ja? Warum nicht? Warum ist das? Das wäre Ihre Aufgabe gewesen. Sie sind ja schließlich der berühmte Kommissar mit der goldenen Spürnase. Ein Moment. Es beginnt langsam, meine grauen Gehirnzellen beginnen langsam zu arbeiten. Entsetzlich. Ja. Ja, da haben wir ein Handbuch der Kriminalistik. Und da steht auf der Seite 347, Absatz 5c, wenn etwas nicht versteckt ist, dann liegt es offen. Hm? Ist ja ganz klar. Also wollen wir sehen, was hier offen liegt. Na, die Vase zum Beispiel, die ist ja offen genug. Ah, hier liegt ein Brief.
offen, ein Kuvert, offen und eine Marke. Ja, aber bitte, die klebt schlecht, Herr Kommissar. Die. Und diese Marke ist blau. Und sie heißt Mauritius. Die blaue Mauritius. Sehen Sie, das ist alles, was ich haben wollte. Vielen herzlichen Dank. Na, hören Sie mal, Herr Kommissar, entschuldigen Sie, wenn ich das jetzt hier mal einflechte. Sie machen mir vielleicht Spaß. Sie kommen da hereingeschnappt bei mir, so mir nichts, dir nichts. Zertrümmern alles, zerfetzen alles, zersäbeln alles, zerfutzeln alles. Und jetzt finden Sie erst die Marke? Warum haben Sie gleich am Anfang gefunden? Ja, aber ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Warum regen Sie sich so auf? Sie haben ein ungeheures Glück. Na, danke. Ja, ich bin jetzt hier seit 5 Minuten. Und nach 5 Minuten habe ich schon die blaue Mauritius gefunden. In meiner Sendung, der Kommissar, dauert sowas eine Stunde. Meine Damen und Herren, ich glaube, diesen Mann muss ich Ihnen wirklich nicht vorstellen. Den liebt jeder, den kennt jeder aus unzähligen. Aus unzähligen? Ja, aber schon aus unzähligen. Ja, aus unzähligen Kreuzworträtseln. Wieso Kreuzworträtseln? Ja, das, da muss man eben darüber nachdenken. Zum Beispiel, was ist im Kreuzworträtsel ein feierliches Gedicht mit 3 Buchstaben? Ode. Na. Mein Lieber, jetzt hast du mich aber ganz schön reingelegt. Aber warte, jetzt wird der Spieß umgedreht, der Spaß. Jetzt wirst du reingelegt. Nichts kann einen Kommissar erschüttern, wirklich nichts. Gar nichts? Nein, 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 nichts lässt einen Kommissar erzittern. Wirklich nichts? Gar nichts. Er hat Köpfchen, eine Nase und dazu ein dickes Fell. Er ist zwar ein alter Hase, doch ein Hasenfuß zu sein, fänd er schon beinahe kriminell. Nein, 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 nichts kann einen Kommissar erschüttern. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich lass dich jetzt mit unserem Ballett allein, meine Damen. Ach, kommen Sie doch mal herein und prüfen Sie auf Herz und Nieren diesen Mann, ob wirklich nichts, gar nichts ihn erschüttern kann. Bonsoir, bonsoir, Herr Kommissar. Bonsoir. Dürfen wir Sie etwas fragen, Herr Kommissar? Na klar. Können Sie singen, Herr Ode? Gewiss kann ich das. La 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 la. Und musizieren, Herr Ode? Gewiss kann ich das. Erstaunlich, es ist uns völlig neu, dass man so musikalisch ist bei unserer Polizei. Aber eines, Herr Ode, das können Sie nicht, tanzen. Ich glaube, Sie freuen sich zu früh. Tanzen, das wollen Sie können. Und wie? Tanzen, das möchten wir so gern mal sehen. Na schön. Das ist doch wohl nicht wahr. Und sowas nennt sich Kommissar. Bonsoir. Kommissar gesehen. Erik, es gibt Sänger, die haben für ihren Gesang die goldene Schallplatte bekommen. Du kriegst für diesen Tanz von mir die goldene Steppdecke. Nanu, was ist denn hier? Es hat geklopft. Entschuldigung, was hat... Nanu, du bist das? Ist schon wieder irgendwas passiert? Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Noch
Lauter? Mach ich. Gut. Sehr lieb. Danke für die Warnung. Wiedersehen. Dankeschön. Na sowas. Immer lauter sprechen. Doch. Mach ich, meine Damen und Herren. Denn das, was ich Ihnen jetzt zu sagen habe, das kann man eigentlich gar nicht laut genug sagen. Seid nett zueinander. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihnen das im Rahmen dieser Show heute sage, die ja heiter sein soll, wo man eigentlich seine Sorgen vergessen soll. Aber es ist Ihnen bestimmt schon aufgefallen, dass sich die Menschheit in den letzten Jahren in einem erschreckenden Maß auseinandergelebt hat. Und das ist ein Problem, das mich persönlich sehr bewegt. Jeder redet am anderen vorbei, so viel unnützes Zeug und legt dem anderen Schwierigkeiten in den Weg und belügt ihn und kümmert sich nicht um die Sorgen des Nächsten, um den Menschen, um den Nachbarn. Ich habe ein Lied aufgenommen, das sich mit diesem Thema befasst. Kennst du seinen Namen? Seinen Namen kennst du nicht. Sieh zu ihm hinüber und dann kennst du sein Gesicht. Hier ist ein Mensch, schick ihn nicht fort, gib ihm die Hand, schenk ihm ein Wort. Hier ist ein Mensch, der will zu dir, du hast ein Haus. Öffne die Tür, öffne die Tür, hier ist ein Mensch, der will zu dir. Kennst du seine Sorgen? Weißt du wirklich, was ihn quält? Schenke ihm Vertrauen, weil er dann es dir erzählt. Hier ist ein Mensch, er ist allein, du bist es nicht, ruf ihn herein. Hier ist ein Mensch, der will zu dir, du hast ein Haus. Das nicht hören, wer sich plagt, sagst du, gewinnt. Doch du müsstest wissen, auch das Glück ist manchmal blind. Hier ist ein Mensch, der wird nicht gehen, wenn du versuchst, ihn zu verstehen. Hier ist ein Mensch, der will zu dir, du hast ein Haus. Meine Damen und Herren, vor meiner Tür steht jetzt auch ein Mensch und der will zu mir. Seit vielen, vielen Jahren habe ich auf diesen Augenblick gewartet. Jetzt ist er da. Ich hole ihn rein.
ist das. Johannes stammt aus Holland. Peter ist aus Österreich. Wir sind zwar sehr verschieden, doch in einem sind wir gleich. Seit vielen Jahren leben wir als Gast in Ihrem Land. Und wie man sowas nennt wie uns, das ist uns wohl bekannt. Wir sind zwei echte Gastarbeiter im fremden Land, in fremder Luft. Wir schuften ernsthaft und doch heiter in unserer schicken Arbeitskluft. Zwar gehen die meisten Herr Kollegen in die Fabrik und auf den Bau. Doch unser Arbeitsplatz dagegen, das ist und bleibt nun mal die Show. Wir sind zwei echte Gastarbeiter. Wir schaffen oft bis in die Nacht. Empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn unsere Arbeit Ihnen Freude Lieber Herr Hestes, ich weiß nicht, also wir kennen uns nämlich schon eine Ewigkeit und sind noch immer per Sie. In der heutigen Zeit darf ein Verehrer zu seinem Star Du sagen. Und ich bin ein Verehrer, darf ich Du sagen? Aber selbstverständlich, Kleiner. Ich finde das fabelhaft, dass du wieder mal bei uns im Fernsehen bist. Ja? Aber ehrlich gesagt, hör mal, du machst ja schon längere Pausen als ich. Du hast seit einem Jahr kein Show mehr gemacht. Ja, das ist ein Jahr, aber bei dir sind es vier. Naja, dafür laufen von mir im Fernsehen alte Filme, nicht? Ja, von mir auch. Ja. Ist dir eigentlich schon aufgefallen, dass man in den ältesten Filmen am jüngsten aussieht? Ja. Also ich habe von dir alle Filme gesehen. Ja? Wirklich, und nicht nur einmal, sondern zigmal. Zig. Zig? Zig habe ich nie gedreht. Wie du das im Film mit den Frauen immer so hingekriegt hast, Respekt. Oh, das ist ganz einfach. Nein. Ist ganz einfach. Entweder mit ein bisschen Charme oder mit ein tolles Auto. Ja, aber was ist, wenn man beides nicht besitzt? Hm? Dann genügt auch ein Autoschlüssel. Okay. Ja, natürlich von einem Traumauto, ne? Aber nur der Schlüssel. Ja, wie diese hier. Ja. Weißt du, wenn du eine junge Dame ansprichst, ja, dann lässt du ganz lässig den Schlüssel um den Finger kreisen. Ist gekonnt. Gell? Ja? Und dann weiß sie schon, dass du der Besitzer bist von einem Traumauto. Und das genügt? Sie wird schwach. Na, das glaube ich nicht. Wollen wir wetten? Na ja, bitte. Wollen wir wetten? Na gut. Gut. Siehst du die junge Dame da? Ja. Komm mit. Ich komm mit, das schau ich mal an. Jetzt bin ich neugierig. Einen schönen guten Abend, Fräulein. So ganz allein? Tja, das siehst du doch, Opa. Wie alt glauben Sie denn, dass ich bin? Na, so wie Torjani und Kuhlenkampf. Turiani und Kuhlenkampf? Ja, zusammen. Aber trotzdem, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Oh, da haben Sie eigentlich gar nicht zu Unrecht. Nicht wahr? Sie haben sogar recht. Wirklich? Kommen Sie. Ja, gehen wir. Ich komme gleich nach, ja? Ja. Ich will nur verabschieden von meinem Freund. Das ist toll. Also ich bin platt. Ja? Ja, hör mal, wie das funktioniert. Ja. Kannst du mir den Schlüssel auch borgen?
Wofür? Ach so. Bitte. Wie war das? Also, guten Abend? Schönen guten Abend. Ah ja, du, das ist wichtig. Schönen guten Abend und dann? Kreisen. Den Schlüssel kreisen, ja. Dass und der Mensch nicht allein sei. Allein sei. Gut, okay. Ja. Also, gut Glück. Ja, ja. Weidmanns Dank. Einen schönen guten Abend, schönes Kind. War gut? Ja, es war gut, aber ich war besser. Aber weiter. Jetzt kreisen, ne? Kreisen. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Zieh ab, aber Dalli, mich kannst du nicht für dumm verkaufen. Was ist denn passiert? Was? Hab doch alles gemacht, Hermann. Ich hab gesagt, schönen guten Abend. Und ja, dann, dass der Mensch und gekreist, habe ich wie ein Wilder mit dem Schlüssel, habe ich irgendwas falsch gemacht? Ja, du hast einen Fehler gemacht. Ja, aber bitte welchen? Du hättest vorher die Fahrradklammer abnehmen sollen. Wilder. Also das. Das kann natürlich einem Mann wie dir niemals passieren. Einem Mann, der die schönsten Frauen des deutschen Films in seinen Armen gehalten hat. Warum sieht man dich eigentlich nicht mehr auf der Leinwand? Ja, ich kann doch keinen Nacktfilm drehen. Hast du recht. Kann ich verstehen. Nein, kann ich verstehen. Allerdings hat dein Produzent mich vor ein paar Tagen angerufen und sagt, Hestas, ich habe einen wunderbaren Film für dich, ja? In einem Kostümfilm. Na, bravo, gratuliere. Ja, ich habe selbst nicht geglaubt, Kostümfilm, ja. Wunderbare Rolle. Das nehme ich sofort an. Ja? In welchem Kostüm soll ich denn auftreten? Sagt der Produzent, im Adams-Kostüm. Oh, ja. Aber ein einziges Kleidungsstück hätte er dir doch geben können, ne? Ja, ja, das hat er. Ah, das haben Sie. Dann ist gut, ja. Welches? Mein Zylinder. Oder kann ich verstehen, dass du lieber Fernsehen magst. Du kennst beides, Juppi. Du kennst Film, du kennst Fernsehen. Wo liegt da für dich der Unterschied? Das ist ganz einfach. Beim Film, da ist alles so groß, so groß. Und beim Fernsehen ist alles so klein. Sitz ich mal verträumt auf einem Kinostuhl. Ach, hat da die Lorraine Format. Ihr Ausschnitt ist groß wie ein Swimmingpool. Etwa 9,10 Meter im Quadrat. Auf dem Bildschirm geht das, was die Lorraine hat, bequem in eine Obsttüte rein. Ja, beim Film, da ist alles so groß, so groß. Und beim Fernsehen ist alles so klein. Beim Film steckt auch viel mehr Reklame drin. Schauen Sie sich den Vorspann mal an. Da steht groß, Johannes Hestas in. Ja, und dann kommt der Titel erst dran. Im Nachspann des Fernsehs dagegen wird aus Johannes ein Hänschen klein. Ja, beim Film, da ist alles so groß, so groß. Und beim Fernsehen ist alles so klein. Zum Abschluss des Themas noch schnell ein Wort über Gagen der Filmindustrie. Aha. Eine runde Million ist ganz üblich dort. Unter der macht die Taylor es nie. Ach ja, deine Gage für diese Show. Moment, hier ist sie. Was sagst du? Na fein. 20, 30, 40. Ja, beim Film, da ist alles so groß, so groß. Und beim Fernsehen. Naja. Das ist dein Applaus, Jobi, dein Applaus. Ein Mann wie du, der sein
ganzes Leben lang vom Publikum verwöhnt und geliebt worden ist. Der muss doch wunschlos glücklich sein. Oh ja, das bin ich auch. Ja, gell? Sehr sogar. Mhm. Nur... Nur? Ja, da gibt es ein kleines Problem. Und das möchte ich mir von mir wegwerfen. Aber, weißt aber du? Gern. Ja, bitte. Darf ich? Aber falle. Ich werde die alten Schlager nicht mehr los. Was mach ich bloß? Was mach ich bloß? Wie gern sing ich mal einen harten Beat. Doch hören Sie selbst, was dann geschieht. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. Ein kleines Glück, dass man sich so verlieben kann, dass der Puls nicht 80, sondern 100 schlägt. Man sieht die Welt mit anderen Augen an, weil man eine rosa-rote Brille trägt. Ganz egal, wenn man das Spiel riskiert, ob man dabei gewinnt, ob man dabei verliert. So oder so, wer zittert und wer bebt und nicht als Mann aufs Ganze geht, hat nicht gelebt. Ein Glück, dass man sich so verlieben kann, denn mit Liebe fängt das Leben. Nicht mehr los, was mach ich bloß, was mach ich bloß? Auch einmal nur als Opernheld gastieren, na wenn Sie wollen, ha, na wenn Sie wollen, ich kann's probieren. Dies Wien, es ist bezaubernd schön. So schön, dass jeder Tag, den du mir schenkst, ein Sonntag ist. Durch dich kann ich erst jetzt verstehen, wie leer und sagbar ihr mein Leben wird, wenn du nicht bist, wird auch die Stunde mir zum Abschied schlagen. Schlager nicht mehr los. Nun frage ich Sie, was mach ich bloß? Vielleicht glückt mir ein schlichtes Kinderlied, so eins mit Herz und mit Gemüt. Es, es, es und es, es. Frauen versteht, der weiß das ganz genau.
doch wer da wartet, bis das Glück an ihm vorübergeht, verpasst den richtigen Augenblick. Oh, und dann ist es zu spät. Richtig, meine Herren. Ja, ja, mit diesen Schlagern wurde ich groß. Doch nun werde ich sie nicht mehr los. Ja, wozu denn auch, dass es so ist, verstehe ich. Und mit dem Vorsatz, ihnen treu zu bleiben, gehe ich. Zu Maxi, dort ist er sehr intim. Er duzt da alle Damen, und sie beim großen Namen. Resigniert, wohin das nochmal führt. Ich werde wohl die Schönen auch weiterhin verwöhnen. All die Lolos, Dodos, all die Margos, Klotos. Ich werde mit anderen Worten die Schlager nicht mehr los. Johannes heißt das, wie er leibt und lebt. Fabel. Meine Damen und Herren, ich muss Ihnen etwas verraten. Ich habe selbst erst knapp vor der Sendung erfahren, Sie sollen es als Erste wissen. Gestern, vor 24 Stunden, hat Johannes heißt das zwei große Feste gefeiert. Nämlich sein 50-jähriges Bühnenjubiläum und seinen 67. Geburtstag. Juppie, mein herzlichen Glückwunsch. Ja, man fasst es einfach nicht. Also, mir gewünscht, dass ich mit 67... Naja, red mal nicht drüber. Meine Damen und Herren, es gibt noch etwas, worauf ich mich schon den ganzen Abend gefreut habe. Sie wissen, heute ist Nikolausabend. Und da habe ich so wie als Kind, so wie als kleiner Bub, einen kleinen, bescheidenen Stiefel vor die Tür gestellt. Ich schau mal nach, ob was drin ist. Er war da, er war da. Ist was drin? Ich hol ihn rein. So. Puh, der ist aber groß geworden. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was da drin ist. Bestimmt was sehr Süßes. Nein, nein. Sag mal, bist du... Nein, das ist Nikolausabend. Soll man nicht so sagen. Im Gegenteil, da soll man sogar kleinen Kindern eine Freude machen. Sag mal, Kleine, hast du irgendeinen besonderen Wunsch? Kannst du ein bisschen lauter sprechen? Nein, ich will nicht. Ich spreche doch schon, denn ich brülle den ganzen Abend wie ein Stier. Kannst du mir nicht endlich einmal verraten, warum ich lauter sprechen soll? Ja, weißt du, mein Papi sagt immer, ich kann diesen Alexander nicht hören. Ja.
lustig. Ra-la-la-la-la. Heute ist Nikolausabend da. Heute ist Nikolausabend da. Ja, aus. So, aber jetzt, Irina, jetzt husch, husch ins Körbchen, gehst schlafen, gell? Vielleicht darfst du noch ein bisschen Fernsehen. Zweites Programm, gell? Also die Kinder, ich bin am Ende. Das heißt, ich bin wirklich am Ende. Ja, meine Damen und Herren, das Finale ist da. Und ich habe lange hin und her überlegt, wir alle haben lange hin und her überlegt, was wir denn zum Schluss noch etwas Besonderes bieten könnten. Also Menschen, Tiere, Sensationen, Eisballett und Feuerwerk. Meine Damen und Herren, wir bieten Ihnen zum Schluss vier Töne. Nur vier Töne, aber die haben es in sich. Passen Sie auf. So, da haben wir ein Klavier. Du kommst raus, die brauchen wir nicht. Wir brauchen ja nur vier Töne, nicht wahr? So, Augenblick. Und das macht Spaß. So, du kommst auch noch weg. Diese vier Töne, die brauchen wir. Aus diesen vier Tönen, meine Damen und Herren, sind Weltschlager gemacht worden. Und keiner gleicht dem anderen. Glauben Sie nicht? Lassen Sie sich überraschen. Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in einer lauen Sommernacht. Ich war verliebt bis über beide Ohren und wie ein Röslein hat der Mund gelacht. My sunshine, my only sunshine, you make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam. Hätt ich auch ohne Wohnung und wär sie noch so neu. Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Wir beide ganz allein. Du bist
ist die schönste Fee, von Rotenberg bis Plattsee. Drum möcht mit dir ich hin, noch weiter stehen. Vielleicht fällt auch Ihnen, sagen Sie nicht gleich nein, zu unseren vier Tönen was Passendes ein. No? Es gibt kein Bier auf Hawaii. Dankeschön, Sie waren bezaubert, Dankeschön, wenn wir auch auseinander gehen, gibt's doch ein Wiedersehen. Dankeschön, Sie waren bezaubert, nett zu mir, das bleibt mein schönstes Souvenir. Bis wir uns wiedersehen. Meine Damen, meine Herren, Sie hier im Saal und Sie zu Haus, jetzt sag ich zu Ihnen Servus, auf Wiedersehen. Die Show ist aus, drum Dankeschön, Sie waren bezaubert. Dankeschön, wenn wir auch auseinander gehen, bald gibt's ein Wiedersehen. Mm-hmm.